Leute, was läuft? Wir wählen jetzt hier erstmal ein zufälliges Premier League Team aus. Das Team wird später entscheiden. Das Transferbudget, was wir haben, Southampton. Okay, jetzt müssen wir zu diesem Club gehen, Spieler verkaufen und das Transferbudget, was wir dann übrig haben, das nehmen wir dann auch für eine zufällige Mannschaft aus der Bundesliga. Dabei dürfen wir später Dortmund, Leipzig und Bayern nicht nehmen. Jetzt haben wir hier erstmal 33 Millionen. Das ist schon mal gut, aber das müssen wir natürlich auch stocken, denn wir werden nicht so viele Saisons haben. Da wollen wir natürlich direkt in der ersten Saison alle guten Spieler verpflichten. Jetzt gucken wir erstmal, was hat der Beste an Transferbudget bzw. an Wert? 30 Millionen. Ja, das sieht jetzt hier nicht so extrem gut aus. Wir packen natürlich jetzt alle hier auf die Transferliste. Hoffen dann natürlich, dass sich auch alle verkaufen, dass wir so viel Geld wie möglich machen. Bin also sehr gespannt, wie unser Transferbudget dann später aussehen wird. Wir versuchen wirklich jeden Cent hier zusammenzukratzen. Der wird nochmal hier von der Laie zurückgeholt. Na, perfekte Sache. Der war an uns ausgeliehen. Jetzt ist er weg. Aber auch ganz egal. Die meisten Spieler haben wir jetzt hier auf der Transferliste. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir gute Angebote bekommen oder überhaupt Angebote. Kann auch sein, dass manche nicht verkauft werden. Und während wir jetzt hier auf Transferangebote warten. Lasst schnell einen Daumen nach oben da. Schaffen wir heute die 800 Likes. Ich feiere solche Transferbudget-Videos. Ich hoffe, ihr auch. Gucken wir natürlich später dann auf den Club, den wir haben werden. Das ist natürlich auch ganz interessant. Haben wir jetzt hier schon die ersten Transferangebote? Ja, so ist es. Bevor wir aber darauf eingehen, abonnieren und Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Facegame geht jetzt aus und wir gehen jetzt fleißig ans Verkaufen. Und jetzt haben wir hier einen Jugendspieler. Da kommt vielleicht auch nochmal eine Challenge. Ja, den können wir aber nicht verpflichten. Da würde sich das natürlich auch erst in 2, 3, 4, 5 Jahren lohnen. Sowas in die Richtung. Aber die werden jetzt alle befördert, denn wir wollen ja den ganzen Kader hier loswerden. Aber ihr seht schon, es sind auch viel zu viele Spieler da. Aber wir sehen hier direkt den ersten verkauften Spieler. Und bei den ersten Spielern habe ich immer so ein bisschen Gegenangebote gemacht. Hier seht ihr zum Beispiel, wurde auch abgelehnt. Das werde ich jetzt nur in Ausnahmefällen machen bei ganz, ganz wichtigen Spielern, wo ihr oben hier einen auch schon seht. Das ist natürlich unser wertvollster Spieler. Da werden wir gleich in die direkten Verhandlungen reingehen. Und die nehmen einfach 43 Millionen direkt an. Okay, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen höher gehen können hier bei Kloppo. Aber ich will ja auch nicht riskieren, dass gar nichts angenommen wird. Aber 13 Millionen über Marktwert, würde ich sagen, ist schon mal ein Hammer-Deal hier. Und es geht jetzt hier so richtig los mit den Verkäufen. Wir fassen das Ganze hier einfach mal zusammen. Ja, da kriegen wir schon ein bisschen Geld zusammen. Vor allem natürlich unser bester Spieler 43 Millionen. Wir haben jetzt schon ein knappes Transferbudget von 100 Millionen. Aber wir müssen natürlich bei dem Bundesliga-Club, wo wir dann später landen, auch sehr schnell erfolgreich werden. Deswegen machen wir natürlich hier weiter mit den Verkäufen. Und wir sehen jetzt hier direkt die nächsten wertvollsten Spieler. Sind drei Spieler mit 15 Millionen an Marktwert. Die sind alle auch noch sehr jung. Also da könnte man vielleicht noch hochverhandeln. Aber ihr seht schon. Insgesamt haben wir nur noch 6 Spieler mit 10 Millionen Marktwert. Verträge und so weiter verlängern wir natürlich nicht. Das würde uns natürlich auch Transferbudget kosten. Aber wir wollen das Ganze natürlich hier schon auf ehrliche Weise machen und die anderen Vereine da nicht um 1, 2 Millionen verarschen, so in die Richtung. Wir sehen direkt die nächsten Angebote, die werden allesamt angenommen. Denn mittlerweile sind wir schon im August und es bringt uns nichts, wenn wir jetzt hochverhandeln und das ganze Ding dann nicht durchgeht und wir den Spieler dann einfach nicht mehr loswerden. Wir sehen direkt die nächsten 3 Verkäufe hier. Mittlerweile sind wir natürlich bei über 100 Millionen an. Transferbudget 121 Millionen. Ja, aber die drei Topspieler da vorne. Okay, Topspieler ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die drei mit 15 Millionen Marktwert, ja, die haben immer noch keine Angebote so richtig bekommen. Salisu am Anfang, aber ja, da haben wir so ein bisschen hochverhandelt. Das Ganze ist dann nicht mehr durchgegangen. Ja, vielleicht wollten wir noch ein bisschen zu viel, aber ich meine, ja, bei dem anderen hat es auch perfekt funktioniert mit 43 Millionen. Und ihr seht, ist ein bisschen wieder was dazugekommen. 134 Millionen. Das liegt hier an folgenden Verkäufen. Ich zeige es euch hier nochmal ganz schnell. Später wird es natürlich spannend, was wir natürlich mit dem Geld machen, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal noch mehr Geld hier haben. Und jetzt endlich hier ein Transferangebot für den Innenverteidiger. 19 Millionen, ich werde auch in die Verhandlung reingehen. Ein bisschen Geld muss ich da schon noch rauskitzeln. Komm, ich gehe einfach mal auf 23 Millionen. Ich will auch nicht zu viel riskieren und wir nehmen das Ganze an. Okay, perfekte Sache, nicht zu viel riskiert, ein bisschen noch was dazu bekommen. Hier sehen wir das Ganze, aber das interessiert uns eher weniger, dass er jetzt hier verkauft ist, sondern uns interessiert natürlich, dass wir das Geld da bekommen. Macht irgendwie keinen Sinn, das so zu sagen, aber egal. 153 Millionen haben wir jetzt hier geknackt. Wir sind auch schon im Finale hier. Es gibt nicht mehr, ja, eine Woche ist nur noch übrig. Theoretisch könnte man ja auch Tauschangebote machen und dann quasi mehr verlangen oder sowas, aber das machen wir jetzt hier nicht. Gucken wir lieber. Ja gut, in der Liga haben wir alles verkauft, spielen trotzdem 2:2 gegen Manchester United. Ah, Pokal direkt rausgeflogen. Und jetzt das nächste Transferangebot für einen der Spieler. Ja, ein Tauschangebot, das ist natürlich nicht das, was wir wollen.
wollen aber einen der Spieler, der 15 Millionen an Marktwert hat. Wir werden direkt in die Verhandlungen reingehen. Und wie gesagt, wir wollen natürlich nicht zu viel riskieren. Hauptsache, er wird verkauft. Besser 18 Millionen als gar keine Millionen. Ist natürlich noch ein bisschen jünger, sollte durchgehen. Geht durch. 18 Millionen bekommen wir da nochmal, beziehungsweise bekommen natürlich weniger. Ja, oder wir bekommen einfach mal gar nichts, denn da kommt es einfach mal zum Stillstand. Als kleinen Trost bekommen wir hier ein neues Angebot von Ajax Amsterdam. Werden wir natürlich direkt annehmen. Ja, und das ist natürlich extrem bitter. 18 Millionen gehen uns da einfach mal komplett flöten, weil die sich da nicht einigen können. Jetzt aber hier nochmal am letzten Tag ein Angebot oder am vorletzten Tag 16 Millionen. Und jetzt sind wir hier auch am Deadline Day angekommen. Wir haben leider keinen Top-Transfer gehabt. Vielleicht haben wir gleich einen, wenn wir einkaufen. Aber einkaufen machen wir erst im Winter. Aber jetzt geht es natürlich erstmal voll ums Verkaufen. Da haben wir am letzten Tag nochmal 2 Spieler direkt verkauft. Das ist aber noch nicht vorbei. Mittlerweile haben wir aber schon die 175 Millionen Euro an Transferbudget. Wenn wir das Ganze hier übertragen, dann haben wir sogar schon 219 Millionen. Also extrem gut. 7 Stunden sind noch übrig. Ja gut, so extrem gut ist es nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Mannschaft wie Chelsea oder sowas in die Richtung bekommen hätten, dann dann hätten wir wahrscheinlich so gefühlt eine Milliarde. Die Maria hier zurück bei Real Madrid. 2 Stunden noch übrig. Es wird kein einziges Angebot mehr hier mehr durchgehen. Wir sehen hier Erlös 178 Millionen. Das ist aber nicht das Beste hier in der Liga. Chelsea hat nämlich auch 178 Millionen. Manchester United 163 Millionen, aber da ist natürlich der Unterschied, die kaufen auch ein. Ja, oder City einfach mal nur einkaufen, 200 Millionen. So sieht die Mannschaft aus, das ist aber eher weniger wichtig. Transferbudget 219 Millionen bleibt natürlich gleich. Wir gehen jetzt hier in den Dezember und dann werden wir gleich unser Team auswählen. Ich würde sagen, der 24. Dezember ist ein guter Tag, um den Club hier mit 219 Millionen zu überraschen. Southampton, die wurden natürlich jetzt hier leider zerstört, aber dafür wird natürlich jetzt ein Bundesliga-Club stärker gemacht. Wir gucken direkt mal rein, welcher es wird. Wir gehen hier in die Taktikvorlagen, dann sehen wir hier schon die deutschen Teams. Jetzt dürfen wir natürlich nicht die Top-3-Teams, also Leipzig, Dortmund und Bayern nehmen. Wir werden aber in 3, 2, 1 und dieses Team werden wir hier nehmen. Köln einfach mal mit 219 Millionen. Und jetzt sind wir direkt hier bei Köln. Wir sehen ja, momentan geht es hier gegen den Abstieg. Das können wir, denke ich, gleich mit den Transfers verhindern. Banda wird dann eher die nächste Saison. Wir gucken direkt die Mannschaft an. Die wollen wir natürlich jetzt so extrem verstärken. Aber gut, 219 Millionen, wenn man alles so ein bisschen verstärken will, dann ist das auch nicht viel Geld. Hier fehlt natürlich noch eine Sache. Und das sind natürlich die 219 Millionen. Wie gesagt, wir wollen alle Positionen so ein bisschen verstärken. Oder vielleicht müssen wir auch nur ein, zwei Positionen so in die Richtung verstärken. Schauen wir direkt mal, was so auf dem Transfermarkt hier abgeht. Und diesen Deal, den müssen wir hier gerade einfach machen für 19,7 Millionen. Und das ist einfach mal Manuel Neuer für den Preis. Ein 90er Keeper von einem Bundesliga-Konkurrenten. Es wäre einfach saudumm, wenn wir das Ganze hier nicht machen würden. Wovon hätten wir natürlich auch verpflichten können, aber 80er Gesamtstärke, das reicht einfach nicht, um jetzt so einen richtig heftigen Effekt zu haben. Und auch den nächsten Deal, ihr könnt es vielleicht am Trainer schon erraten, der zwar nicht mehr da ist, aber hier noch die Verhandlung macht. Wir müssen natürlich auf Cristiano Ronaldo gehen. In einem Tauschdeal bekommen wir den hier und müssen nur 30 Millionen draufbieten für einen 91er Stürmer. Gehalt kostet natürlich einiges, aber Cristiano Ronaldo jetzt hier einfach mal bei Köln. Modest und CR7. Was für ein Sturmduo. Und jetzt verhandeln wir hier gerade einfach mal mit Real Madrid, aber nicht mit einem Spieler, der davor schon da war, sondern mit einem Spieler, der davor in der Bundesliga unterwegs war. Ihr wisst natürlich alle, wenn ihr den Namen hier hört, dann wisst ihr, was im Karrieremodus passieren wird. Wir werden ihn natürlich hier zum ZM machen. Damit werden wir dann später einen Weltklasse ZM haben. Und das Ganze für unter 50 Millionen. Und ich meine, wir wollen ja auch nicht nur komplett alte Spieler hier verpflichten. Und wir haben hier direkt den nächsten Deal, diesmal für die Innenverteidigung. Ihr seht ja da schon den Namen. Wir holen hier einfach mal ein Talent für 27 Millionen. Aufregender Mann für die Zukunft. Der soll sich natürlich hier noch ordentlich entwickeln. Und ich habe hier mal bei den Jugendspielern reingeguckt und sehe hier auch ein richtig heftiges Talent. 65er Gesamtstärke, den werden wir direkt verpflichten. Auch, ja, wenn der wahrscheinlich jetzt hier nicht rechtzeitig richtig gut wird. Ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Und für die andere Innenverteidigerposition, da holen wir noch mal einen erfahrenen Mann. Entweder mal Hummels, der aber, ja, das Doppelte kostet wie Chiellini, aber auch viel, viel stärker ist, viel, viel jünger. Ich glaube, hier lohnt es sich auch natürlich, um Dortmund so ein bisschen noch zu schwächen, hier auf die teurere Variante zu gehen und hier einfach Hummels zu verpflichten. Und wir werden jetzt hier die Formation umstellen, denn wir haben extrem viele ZDMs und ZOMs hier im Kader. Da würde es sich einfach nicht lohnen, mit 2 ZMs zu spielen. Und deswegen würde ich auch sagen, verpflichten wir dann nochmal Chiellini als Innenverteidiger. Für den Preis müssen wir das Ganze natürlich hier noch mitnehmen. Sehen aber
auch. Wir haben nur noch unter 50 Millionen. Und wir sehen direkt auch schon, Bayern zu schwächen hat sich gelohnt. 2:0 gewinnen wir das Spiel einfach. Und auf der nächsten Position, auf der ZWM-Position, setzen wir wieder auf einen älteren Spieler, David Silva. Der kommt hier für 16 Millionen plus Marc Uth. Verstärkt aber die Mannschaft jetzt direkt mit einer 85er Gesamtstärke. Und eigentlich wollte ich mir Musiala hier für das linke Mittelfeld holen. Der ist jetzt aber ein paar Millionen zu teuer. Ich habe aber jetzt einen Spieler zum Verkaufen freigegeben, beziehungsweise ein Angebot hier angenommen und es ist auch durchgegangen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das Ganze jetzt hier auch durchgeht und es geht durch. Perfekte Sache. Ich habe natürlich auch auf den letzten beiden Positionen, wo ich jetzt verpflichtet habe, versucht, Tauschangebote zu machen. Aber so ein bisschen Breite brauchen wir natürlich auch im Kader. Ja, und das war's auch schon. Das Geld ist weg. Diese Mannschaft haben wir hier gebaut. Bebu wird hier noch zum rechten Mittelfeldspieler umtrainiert. Guerrero natürlich zum ZM-Spieler. Mannschaft sieht, würde ich sagen, richtig gut aus. Ein paar Kölner haben wir auch noch mit drinne gelassen. Dann schauen wir jetzt natürlich in die Rückrunde hier rein. Wie weit nach oben können wir uns noch kämpfen? Müssen wir mal gucken, ob wir dann noch eine weitere Saison machen oder zwei. Je nachdem, wie es dann mit Europa und so weiter aussieht. Ab jetzt dürfen wir auch nichts mehr machen. Keine Transfers sind mehr erlaubt. Das heißt, die älteren Spieler werden natürlich runtergehen. Ende der Saison. Wir gucken direkt mal, was hat unser Transferbudget gebracht. Und wir sehen 8. Platz. Wenn man natürlich das vergleicht mit dem Platz davor, dann ist das natürlich heftig. Aber natürlich kein Wunder bei diesen Spielern hier. Und eine Sache für die nächste Saison machen wir natürlich direkt. Guerrero jetzt hier zum 89er ZM. Bebu machen wir dann als festen rechten Mittelfeldspieler. Starten wir direkt rein in die neue Saison. Wir dürfen nichts machen, deswegen simulieren wir direkt zur Mitte der Saison. Und wir sind jetzt direkt schon im Januar 2023. Wir sehen, im Pokal sind wir noch drin. Richtig gute Nachricht hier schon mal direkt. Letztes Jahr sind wir, glaube ich, rausgeflogen. Zumindest habe ich da keinen Pokal gesehen. Wir schauen natürlich, wie es jetzt aussieht mit der Tabelle. Und ja, 4. Platz. Das würden wir natürlich mitnehmen, da nochmal ein Jahr Champions League spielen. Also eine Saison müssen wir dann auch ranhängen, wenn wir natürlich international hier uns qualifizieren. Die meisten Spieler aus der Mannschaft gehen natürlich runter. Manuel Neuer muss natürlich hier wieder neu rein. Chiellini 77er Gesamtstärke. Aber Guerrero hier zum Beispiel auf der 90. Musiala auf einer 83. Modest wird jetzt hier wahrscheinlich auch kein Stammspieler mehr sein. Also es ist eine Frage der Zeit, beziehungsweise eine, ja, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir hoffen einfach, dass jetzt in den 1,5 Saisons die Spieler nicht so extrem runtergehen. Gucken wir mal, was wir noch so in dieser Saison erreichen können. Vielleicht kommen wir ja ganz, ganz weit hier im DFB-Pokal. So, jetzt sind wir fast am Ende. Wir hoffen natürlich, dass es hier für die Champions League reicht. Wir beenden die Saison noch mit 2 Unentschieden. Das ist natürlich nicht so gut. Wir gucken direkt mal in die Ligatabelle rein und sehen, dass wir da auf dem 4. bleiben. Wir spielen also nächstes Jahr hier in der Champions League. Perfekte Sache und das mit folgender Mannschaft hier. Ja, und wir sehen, Jonas Hector denkt sich einfach mal, ja, ich beende einfach meine Karriere mit 32 Jahren. Jetzt fehlt uns natürlich auf der ZDM-Position was, aber so extrem schlimm ist es nicht. Da haben wir einen 76er. Das gleiche auch bei Modest, aber ja, der ist natürlich jetzt hier kein Stammspieler mehr mit der Gesamtstärke. Und wir sehen am Ende der Saison, Dortmund hat den Top-Torjäger mit Gedesch, aber CR7 hier als Kölner mit 24 Toren. Okay, und bei David Silva ist das Ganze ganz schön blöd gelaufen, denn ja, der ist hier gewechselt und beendet nach der Saison seine Karriere. So sieht also mittlerweile die Mannschaft aus. Wir hoffen natürlich, dass wir mit der so weit wie möglich in der Champions League kommen. Und direkt gute Nachrichten hier im Januar. Wir sind im Pokal noch drin. Den natürlich hier zu gewinnen, wäre natürlich auch noch richtig cool. Wir gucken in die Bundesliga-Tabelle rein und da sind wir auf dem 1. Platz. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Wollte schon gerade sagen, so Meisterschaft und so weiter ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, weil extrem viele Spieler einfach runtergegangen sind. Manche Positionen sind nicht so wirklich stark besetzt. Aber ja, 1. Platz, das sagt natürlich was anderes. Guerrero und Musiala, die entwickeln sich natürlich richtig gut. Aber wir waren ja in der Champions League drin. Und da gucken wir direkt, ob wir da weitergekommen sind in unserer Gruppe, die wir uns davor nicht gespoilert haben, sondern wir schauen jetzt einfach mal überraschungsmäßig hier in die Champions League. Und wir sehen direkt, wir sind leider rausgeflogen, aber wir sind in der Europa League noch drin. Und ich denke, da haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Chancen, da das Ding noch zu gewinnen. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt aber erstmal Pokal gegen Leverkusen. Schauen wir direkt rein, ob wir hier weiterkommen können. Und das sieht nicht gut aus. 2:1 verlieren wir hier Dembélé. Mittlerweile bei Leverkusen. Ich glaube, es ist aber der Stürmer Dembélé, nicht der rechte Flügel. CR7 verschießt einen Elfmeter. Ganz bittere Sache. Wir sind raus. Aber haben ja noch 2 Wettbewerbe, wo spannend ist. Und der erste davon ist die Europa League, wo wir das Hinspiel gegen Lille 2:2 gespielt haben. Jetzt wollen wir natürlich weiterkommen. Werden wir das auch tun? Das ist die große Frage. Und wir kommen im Elfmeterschießen weiter. Also haben uns hier noch weiter gezittert, obwohl in der 119. Minute haben wir das Gegentor bekommen. Ganz, ganz bitter. Aber ja, am Ende sind
sind wir weiter und das ist die Hauptsache. Und gegen den nächsten Gegner, da verlieren wir das Hinspiel gegen Levante 2:1. Gucken wir mal direkt, wie das Rückspiel hier ausgeht. Timba sehen wir auch auf einer guten Gesamtstärke und wir verlieren 3:2. Diesmal geht's nicht ins Elfmeterschießen nach der Verlängerung. Diesmal sind wir rausgeflogen. Ronaldo schon wieder einen Elfmeter verschossen, aber 2 Tore gemacht. Aber es gibt ja noch die Bundesliga, wo wir die Meisterschaft holen wollen. 1:1 hier gegen Dortmund. Gucken wir jetzt mal am 7. April auf die Tabelle. Da sehen wir, oh, das war eine ganz, ganz bittere Niederlage gegen Dortmund. Jetzt sind die nur noch einen Punkt hinter uns. Aber wir sind immer noch Tabellenführer. Gute Sache. Aber ich hoffe, das bleibt natürlich so in den letzten 5 Spieltagen, wo wir auch unter anderem noch gegen Bayern München spielen. Schauen wir gegen Wolfsburg, wie das Ganze hier ausgeht. Das gewinnen wir. Ganz, ganz wichtig. Hamburg gewinnen wir auch. Das sieht extrem gut aus. Und jetzt noch Hoffenheim gewinnen. Okay, da spielen wir unentschieden. Aber es sollte richtig gut aussehen. Ja, Dortmund bleibt dran. Ein Punkt. Und jetzt müssen wir gegen die Bayern, die nichts mehr mit der Meisterschaft hier zu tun haben. Es wird also extrem spannend. Wir müssen das Spiel hier gegen Bayern gewinnen. Wir gehen direkt rein hier ins Spiel. Gehen in die Schnellsimulation, hoffen natürlich, dass wir uns jetzt hier... Ja, der Sieg wird es nicht, ein Unentschieden. Das kann natürlich ganz, ganz bitter sein. Wir müssen gucken, was Dortmund gemacht hat. Und wir sehen, dass Dortmund da nicht so viel gemacht hat. Wir sind vor dem letzten Spieltag immer noch Tabellenführer. 69 Punkte, jetzt haben wir es natürlich in der eigenen Hand. CR7 wird diesmal auch Top-Torjäger. So sieht die Mannschaft mittlerweile aus. Und jetzt werden wir hier hoffentlich Bundesligameister. Davor aber kurz noch abspeichern, damit ich diesen Screenshot machen kann. Wir gehen also rein in unser letztes Spiel hier mit Köln. War eine richtig coole Challenge. Und ich würde sagen, wir haben das Geld auch gut benutzt, wenn wir jetzt hier kurz vor der Meisterschaft stehen hier mit Köln. Gehen wir direkt in die Schnellsimulation und hoffentlich feiern wir jetzt hier die Meisterschaft. Und so ist es. Musiala in der 86. Minute schießt Köln hier endgültig zur Meisterschaft. Es ist das perfekte Ende. Klickt euch gerne direkt zum nächsten Video. Ihr findet hier alle Limit-Folgen. Schaut da mal rein. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.